Hey Freunde, herzlich willkommen auf Pandino TV. In der heutigen Folge seht ihr Tonis freier Tag. Viel Spaß. Ihr bleibt jetzt schön hier sitzen. Keiner rührt sich, verstanden? Heute habe ich richtig schön Beute gemacht. So, und jetzt schnell weg hier, bevor die Polizei auftaucht. Als erstes werde ich von dem Geld einen schönen Urlaub machen. Nicht so schnell. Ja. Lass die Waffe fallen und nimm die Hände hoch, Micha. Langsam aufstehen. Oh Mann, Toni, wo kommst du denn auf einmal her? So, keine Spielchen mehr. Ach, Menno. Wir bringen dich jetzt sofort ins Gefängnis. Hagrid, befrei du schon mal die Geiseln und ich kümmere mich weiter um Micha. Alles klar, Toni. So, und jetzt wartet schon eine schöne Zelle auf dich, Micha. So, und da bleibst du erstmal. Okay, Hagrid, das war's für heute. Dann mal auf zum Papierkram. Toni, machst du nicht gerade schon wieder eine Doppelschicht? Wie wäre es, wenn du mal Feierabend machst und nach Hause fährst? Ach, das bisschen Papierkram schaffe ich auch noch. Und danach fahre ich dann nach Hause. So, das war die letzte Akte. Mal sehen, ob ich gleich noch jemand mit auf Streife nehmen kann. Toni, Toni, bist du hier? Oh ja, hallo Hagrid. Toni, was machst du denn schon wieder hier? Ich dachte, nach der langen Schicht gestern würdest du ja heute wenigstens mal den Vormittag freinehmen. Die lange Schicht gestern? Aber, oh, es ist schon der nächste Tag? Ich war noch gar nicht zu Hause. Was? Toni, so kann das nicht weitergehen. Aber hier ist so viel zu tun, Hagrid. Hier sind ja auch noch andere Leute, die Aufgabe übernehmen können. Und übrigens, der Polizeipräsident ist hier. Er möchte dich sprechen. Der Polizeipräsident ist hier? Oh, natürlich. Du kannst ihn zu mir schicken. Gut, mache ich. Aber denk dran, Toni. Gib dir ein bisschen Ruhe. Das ist sonst nicht gesund. Ja, mache ich, Hagrid. Sobald die Zeit dafür ist. Ah, Herr Räuberschreck. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Polizeipräsident. Herr Räuberschreck, ich muss wirklich mit Ihnen reden. Können Sie mir erklären, was das hier ist? Ich weiß nicht genau. Vielleicht noch mehr Akten zum Bearbeiten? Nein, Herr Räuberschreck. Das sind Ihre Überstunden und zwar viel zu viele. Ich verlange von Ihnen, dass Sie ein paar davon sofort abbauen. Was? Ich soll freinehmen? Aber es ist doch so viel zu tun. Vielleicht nächste Woche? Nein, Herr Räuberschreck, kein Aber. Sie nehmen sich den Rest der Woche frei. Und wenn ich Sie diese Woche noch einmal hier sehe, dann kommt die nächste Woche noch obendrauf. Was? Oh nein. Okay, schon gut, schon gut. Ich gehe ja nach Hause. Na also, geht doch. Schönen Urlaub, Herr Räuberschreck. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Bis dahin erholen Sie sich gut. Oh Mann, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ach, oh Mann, was macht man denn, wenn man so viel frei hat? Oh, das ist irgendwie ganz schön langweilig, so gar nichts zu tun zu haben. Naja gut, ich kann ja mal ein bisschen Fernsehen. Da komme ich ja sonst kaum zu. Mal sehen, was läuft. Ein Krimi. Aber den habe ich schon irgendwann mal gesehen. Das ist doch einfach. Der mit den blonden Haaren, das ist der Täter. Was? So ermittelt die Polizei, aber nicht in Wirklichkeit. Das geht doch gar nicht in 2 Minuten. Was? Oh nein, als ob man so Indizien finden würde. Nein, so funktioniert das wirklich nicht. Oh Mann, im Fernsehen läuft auch nichts. Ich weiß, ich könnte mich mal wieder um mein Motorrad kümmern. So, ich glaube, das sollte reichen. Ich habe mich schon ewig nicht mehr um die Maschine gekümmert. Ich kann ja mal sehen, ob sie anspringt. Dann könnte ich ja heute mal wieder eine kleine Spritztour machen. So, Schraubenschlüssel zur Seite und Zündung. Ja, es funktioniert. Ich habe es doch nicht verlernt. Sehr gut. Na, dann weiß ich ja, was ich heute mache. Eine kleine Spritztour mit dem Motorrad. Haha. Vielleicht ist es doch nicht so schlecht, mal wieder frei zu haben. Das hier habe ich schon irgendwie vermisst. So, dann erstmal ein kleines Päuschen machen. Erstmal ausruhen. Und weiter langweilen. Minka, 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 wo bist du? Minka, komm her. Was ist das? Da braucht jemand Hilfe. Toni Räuberschreck übernimmt den Fall. Die Gerechtigkeit wird siegen. Minka, Minka, komm her.
Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Oh, hallo. Ich weiß nicht. Meine Katze ist weggelaufen. Und jetzt finde ich sie nicht mehr wieder. Ich habe schon überall gesucht und wenn ich sie rufe, kommt sie auch nicht. Oh je. Dann helfe ich dir suchen. Wo hast du die Katze denn zuletzt gesehen? Naja, sie ist hier auf den Platz gelaufen und dann war sie plötzlich weg. Verstehe. Na komm, wir schauen uns doch mal ganz genau um. Vielleicht entdecken wir die Katze ja. Also ich sehe sie nicht. Und du? Ich sehe sie auch nicht. Wir müssen sie unbedingt finden. Keine Sorge, wir finden sie schon. Wie heißt sie denn? Sie heißt Minka. Gut, dann rufen wir sie gleich mal. Aber zuerst... Hey Leute, ich brauche eure Hilfe. Habt ihr die Katze Minka vielleicht sehen können? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Vielleicht finden wir die Katze mit eurer Hilfe ja schneller. Wir sehen uns doch mal um. Und könnt ihr sie jetzt sehen? Wenn ja, dann ab in die Kommentare damit. Und wir beide, wir rufen sie jetzt nochmal. Na los, beide zusammen. Minka! Minka, Minka, komm her! Da war doch was. Ja, ich hab's auch gehört. Minka, Minka! Hey, sie ist da oben, sie ist da oben! Ah, stimmt. Okay, das kriegen wir schon hin. Ich frage den Besitzer einfach, ob wir eine Leiter haben können. Dann hole ich die Katze darunter. Oh, wirklich? Oh, vielen, vielen Dank. So, Vorsicht da unten, ich komme runter. Minka! So, hier, bitte sehr. Vielen, vielen Dank, dass Sie meine Katze gerettet haben. Ach, gern geschehen. Vielen Dank auch an Sie für die Hilfe mit der Leiter. Natürlich, das war ja kein Problem, sehr gerne. Dann pass jetzt in Zukunft auch ein bisschen besser auf, dass deine Katze nicht wieder wegläuft. Ja, na klar, ich passe jetzt ganz doll auf sie auf. Sehr gut. Dann hole ich mal jetzt mein Motorrad ab und fahre noch ein bisschen weiter. Ach, das war gut. Vielleicht wartet ja noch irgendwo ein Fall auf mich. Aber bis dahin fahre ich noch ein bisschen durch die Gegend. Fette Beute, nix wie weg hier. Stehen bleiben! Oh nein, was ist denn im Moment nur los? Wieso wird ständig die Bank ausgeraubt? Hallo, ist da die Polizei von Bandido City? Die Bank wurde schon wieder ausgeraubt. Bitte schicken Sie schnell Hilfe. So schnell sind die niemals hier. Und ciao. Sehe ich da richtig? Die Bank wird ausgeraubt? Schon wieder? Toni Räuberschreck übernimmt den Fall. Die Gerechtigkeit wird siegen. Und los. Hey, stehen bleiben. Was ist da einer hinter mir her? Na warte, dir fahr ich davon. Boah, er gibt Gas, aber das kann ich auch. Was ist das? Der kommt ja immer näher. Oh, schnell weg hier. Stehen bleiben. Oh, der kommt direkt auf mich zu. Oh, ich glaube, ich bin etwas zu schnell. Ich sollte abbremsen. Oh, ich kann nicht abbremsen. Irgendwas ist mit der Bremse. Oh nein. Oh, oh. Oh, du bist verhaftet, Wolf. Toni? Toni, bist du das? Oh, ja. Los, verhaftet Wolf. Er hat gerade die Bank überfallen. Autsch, autsch. Oh, mein Arm tut weh. Ja, selber schuld. Da muss ich Wolf recht geben. Wolf, du bist hiermit verhaftet. Ach, Menno. Und Toni, für dich fordere ich erst einmal einen Krankenwagen an. Oh Mann, bevor wir dich ins Gefängnis bringen, Wolf, geht es dir gut oder brauchst du auch einen Krankenwagen? Nein, mir geht's gut. Mir würde es noch besser gehen, wenn ich entkommen wäre. Tja, du hättest wissen sollen, dass es keine gute Idee ist, die Bank zu überfallen. Oh Mann, Toni, was machst du nur für Sachen? Naja, ich konnte dich noch nicht einfach entkommen lassen. Herr Räuberschreck muss dringend untersucht werden. Wir werden ihn jetzt erst einmal ins Krankenhaus bringen. Ja, verstanden. Ich komme dann gleich nach, sobald ich hier alles geregelt habe. Und jetzt keine Verfolgungsjagden mehr, Toni. Ja, versprochen. Tja, Herr Räuberschreck, Ihre Arme sind beide gebrochen. Das bedeutet für Sie 4 Wochen Urlaub. Was? 4 Wochen? Oh Mann! Was soll ich in der Zeit machen? Dich vielleicht wirklich mal ausruhen, Toni? Ich hab doch gesagt, dass du es mal langsam angehen lassen sollst. Und das hast du jetzt davon. Oh Mann, das hab ich doch wirklich nicht gewollt. Ich wollte einfach nur nicht, dass der Verbrecher abhaut. Wir hätten ihn schon noch gekriegt, keine Sorge. Also, versprichst du jetzt, dich wirklich auszuruhen?
Ja, versprochen. Aber eine Sache noch, Hagrid. Ich bringe dir keine Akten vorbei, Toni. Nein, das meine ich auch nicht. Und ich gebe dir keine Updates darüber, wie es im Büro läuft. Nein, das meine ich doch auch nicht. Was ist denn dann? Kannst du mich bitte an der Nase kratzen? Es juckt so sehr. Oh, ja, das kann ich machen. Ah, schon besser. Hey Leute, oh Mann, das ist ja diesmal ganz schön schief gelaufen, aber immerhin habe ich den Verbrecher noch gefangen. Und hey, habt ihr eigentlich den Clown gesehen, der sich im Video versteckt hat? Wenn ihr den Clown gefunden habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Schreibt entweder die Zeit oder wo genau er zu sehen war. Ich bin gespannt, wer von euch ihn entdeckt hat. Wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Klickt dazu einfach hier oben links auf den Panda-Kopf und schon gibt es kein Video mehr, das du verpasst. Weitere spannende Abenteuer gibt es hier rechts im Bild. Und jetzt, ja, jetzt muss ich noch ein bisschen im Bett liegen und hoffen, dass die 4 Wochen schnell vorbei sind. Also tschüss.